kann mich erinnern, als kleines Kind musste ich 2 bis 3 Mal die Woche ins Spital fahren, um meine Medikamente zu bekommen. Es war mitunter recht traumatisierend, weil ich schon im Auto den Weg zum Krankenhaus erkannte und dadurch leichte Panik bekam. Ich bin Lukas, bin 27 Jahre alt und habe seit meiner Geburt Hämophilie A. Das Schwierigste in der Früh ist aufstehen, weil der Schmerz der Körper am meisten, weil da lassen alle Medikamente nach, wenn du Mutter wirst. Ich habe mit 38 Jahren meine erste Krebsdiagnose bekommen, Gebärmutterhals und Scheidenboden. Ich bin Christa, bin jetzt 63 und habe 5 verschiedene Krebsoperationen überstanden. Man ist halt schon die Einzige halt in der Klasse, die halt sich auf die Seite setzen muss. Ich darf halt manche Sportarten nicht machen, weil es halt eben so auf die Gelenke geht. Mein Name ist Leonie Hong und ich habe seit meinem 2. Lebensjahr Rheuma. Leonie war 17 Monate alt und sie konnte von heute auf morgen nicht mehr laufen. Für mich war das so eine alte Leutkrankheit. Ich wusste gar nicht, dass Kinder, vor allem Kleinkinder, da auch betroffen sein können. Manchmal ist es ein stechender Schmerz, manchmal ist es auch irgendwie was ganz anderes. Diese Blutungen können richtig schmerzhaft ausfallen. Ich kann mich erinnern, im Alter von 14, 15 Jahren habe ich hin und wieder vergessen, die Medikamente zu nehmen. Und darunter leide ich eigentlich bis heute, weil ich Arthrose im Knöchel habe. Das war vielleicht damals auch ein bisschen eine Art und Weise, meine Hämophilie-Erkrankung nicht endgültig zu akzeptieren. Also das einschneidendste Erlebnis war eben zu meinem 50. Geburtstag, knapp davor eigentlich, wo sie die Diagnose gestellt haben, eben Papille nach Wippel- und Darmkrebs. Und die Operation knappe 10 Stunden oder ein bisschen drüber gedauert hat und sie eigentlich davon ausgegangen sind, dass ich es nicht überleben werde. Besonders frustrierend war es dann, als ein Medikament, welches sie sehr brauchte, nicht mehr bezahlt wurde. Man fühlt sich total hilflos, weil Leute, die man gar nicht kennt und die auch dein Kind nicht kennen, darüber entscheiden wollen, wie sie weiterhin therapiert wird. Und da mussten wir kämpfen drum. Derzeit spritze ich jeden 2. Tag. Ich habe das Medikament immer bei mir. Wenn ich die Faktorgabe nicht mache, dann habe ich ein dünnes Blut in meinem Körper und das kann im schlimmsten Fall auch im Gehirn oder in inneren Organen Blutungen verursachen, die dann zum Teil auch schon lebensgefährlich sein können. Ich bin von der Intensivstation heraufgekommen und ich schwöre euch, ich habe den Tod gesehen. Ja? Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das war eine Fratze. Wenn ich malen könnte, könnte das Gesicht malen. Ja? Und ich habe nur geschrien, mit dir gehe ich nicht mit. Da hätte er müssen schon schöner sein. Vielleicht hat er mir gezeigt, dass es noch nicht Zeit ist. Dass, wenn ich jetzt könnte, mit ihm, weiß ich nicht, irgendwo hingehe, wo es schier ist. Und das mag ich nicht. Also ich mag schon erwartet werden. Bis auf ein paar Schmerzen, die man hier und da hat, die sicherlich auch normale Menschen im Alltag haben, führe ich ein ganz normales, ein gutes Leben. Die Medikamente, die ich brauche, für die muss ich auch glücklicherweise nicht selbst bezahlen. Sie weiß genau, was sie machen kann und darf. Und was sie eher nicht machen sollte, weil sie dadurch Gelenkschmerzen riskiert. Ich bin halt nicht wie alle Kinder, aber niemand ist halt perfekt. Und das macht mich halt auch irgendwie einzigartig. Und
ich bin halt auch anders und wegen dieser Krankheit halt. Mein Glas war noch nie halb leer, meins ist immer halb voll. Ich glaube, dass das viel ausmacht, das Umfeld macht viel aus, aber auch die Therapien und die Medikamente. Ohne Medikamente wäre ich heute sicher nicht da. Wir helfen Menschen wie Christa, Lukas und Leonie. Wir sind Pfizer. Wir sind die Tablette, die Ampulle, die Infusion, der Impfstoff, die Therapie.